Heute werden wir diese Funktion ableiten. Herzlich willkommen zum ersten richtigen Video dieser Playlist. Es geht also ganz konkret um diese Funktion hier und wir werden diese Funktion mithilfe der Quotientenregel und mithilfe der Kettenregel ableiten. Ich hoffe, dass du Bock drauf hast und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Rechnung an. So, hier an die Seite habe ich dir schon mal die Schritte für die kommenden Videos hingeschrieben. In diesem Video bilden wir auf jeden Fall die erste Ableitung. Im zweiten Video werden wir dann die zweite Ableitung bilden. Und im dritten Video geht es dann um die tatsächliche Berechnung, das heißt um die Schritte 2 bis 4. Also um die notwendige Bedingung, um die hinreichende Bedingung und um die y-Koordinate. Wie du hier siehst, habe ich dir hier schon mal die beiden Ableitungsregeln aufgeschrieben, die wir für dieses Video verwenden werden. Einmal die Quotientenregel und einmal die Kettenregel. Als erstes müssen wir allerdings die Quotientenregel sozusagen benutzen, denn du siehst ja, dass unsere Ausgangsfunktion ein Quotient, also ein Bruch ist. Hierbei ist zu beachten, dass das obere, also der Zähler, immer das u von x ist und das untere, ja, der Nenner, das v von x. Wie du jetzt hier an dieser doch recht kryptisch aussehenden Formel siehst, brauchen wir auf jeden Fall das u' von x und das v' von x. Also würde ich an seiner Stelle immer damit anfangen, erst einmal das u, also den Zähler rauszuschreiben, hier also e hoch 3x, und einmal das v, also das x. Und dann, ja klar, im nächsten Schritt werden wir jetzt u' und v' bilden. Ich glaube, bei Frau Strich haben wir gar nicht so die Probleme, denn die Ableitung von x ist natürlich 1. Falls du übrigens noch Probleme beim Ableiten von ganz rationalen Funktionen hast, dann verlinke ich dir in der Infobox entsprechende Videos, sodass du da nochmal nacharbeiten kannst. Bei u' von x sieht das Ganze ein bisschen anders aus, denn du siehst hier nicht die e-Funktion, also nicht nur e hoch x, sondern e hoch 3x. Das Ganze bedeutet, dass wir jetzt hier ja, die Kettenregel zum Ableiten gebrauchen müssen. Und die siehst du hier, denn wir haben eine Funktion in eine andere Funktion eingesetzt. Und wir brauchen für die Kettenregel wieder u' und v', um das Ganze hier, also das ganze Konstrukt hier zu bilden. Ich persönlich rate dir immer, wenn du so etwas dann nochmal quasi eine Ableitungsregel in einer anderen verwenden musst, dass du eine Nebenrechnung aufmachst. Unser Ziel war es ja, e hoch 3x abzuleiten. Also habe ich hier eine Nebenrechnung aufgemacht, habe jetzt diese Funktion e hoch 3x mit g von x bezeichnet und kann jetzt wieder u von x und v von x rausschreiben. Diesmal haben wir natürlich keinen Bruch, dementsprechend auch keinen Zähler und keinen Nenner. Aber du weißt sicherlich aus der Kettenregel, dass das Äußere immer das u von x ist, hier also e hoch x. Und dass ja, die Potenz bei der e-Funktion tendenziell das Innere ist, also das v von x, dementsprechend 3x. Ja, die Ableitung von der e-Funktion ist die e-Funktion selber, also kann ich bei u' e hoch x eintragen. Und die Ableitung von v von x, also von 3x, ist einfach nur 3, denn Zahl mal x ist abgeleitet, nur noch die Zahl. Jetzt habe ich quasi diese vier Pakete für die Kettenregel gebildet. Und die Kettenregel, die funktioniert ja immer so, dass man hier dieses v von x, das hier, in das u von x ein, u' von x einsetzt und danach mit dem v' von x das Ganze multipliziert. Wenn ich das mache, bin ich bei e hoch 3x mal 3. Ich persönlich mag die Reihenfolge eigentlich lieber erst Zahl, dann die e-Funktion. Also sind wir hier bei 3e hoch 3x. Und das haben wir ja gebildet, damit wir hier das u' bestimmen können. Also trage ich jetzt hier 3e hoch 3x ein. Wie du jetzt siehst, haben wir genau diese vier Teile gebildet, um tatsächlich auch diese Quotientenregel anzuwenden. Die siehst du ja hier. Du siehst die Quotientenregel, die startet mit einem u' von x, hier also 3e hoch 3x. Das Ganze wird multipliziert mit dem v von x, also mal x. Dann kommt ein Minuszeichen. Dann kommt das u von x, hier also e hoch 3x, multipliziert mit dem v', also mal 1. Jetzt haben wir hier einen großen Bruchstrich, so. Und im Nenner steht v von x zum Quadrat. V von x ist x. Wenn ich das Ganze quadriere, bin ich sicherlich bei x Quadrat. In Anbetracht dessen, dass wir noch die zweite Ableitung bilden müssen, würde ich hier noch nicht aufhören, sondern das Ganze erst einmal vereinfachen. Hierzu werden wir im Zähler die e-Funktion ausklammern. Also wir schreiben e hoch 3x vor einer Klammer und müssen uns dann logischerweise überlegen, was in diese Klammer reingehört. Du musst dir vorstellen, an diesem Plus- oder Minuszeichen, bei der Quotientenregel ist es ja ein Minuszeichen, entstehen sozusagen getrennt zwei Pakete. Das hier ist dann quasi das erste Paket
Und das hier ist das zweite Paket. Als kleiner Tipp, du kannst dir dann erst überlegen, okay, wir kümmern uns um das erste Paket. Was passiert oder was bleibt übrig, wenn ich mir die E-Funktion davon wegdenke? Genau, es bleibt 3x übrig. Und das ist auch schon der erste Teil, der in die Klammer gehört. Dann kommt das Rechenzeichen in der Mitte, also dieses Minuszeichen. Und was passiert hier, wenn ich mir die E-Funktion wegdenke? Was bleibt da übrig? Genau, eine 1. Die 1 gehört unbedingt dahin. Du kannst immer noch die Gegenrechnung machen oder die Probe machen. Der Teil mit dem Teil muss multipliziert das hier ergeben und der Teil mit dem Teil muss multipliziert das ergeben. Wenn du diese minus 1 weggelassen hättest, was so, denke ich mal, eine der größten Fehlerquellen ist, dann würdest du ja nur das mit dem multiplizieren und würdest hier drauf kommen. Und wenn da hinten nichts steht, würdest du ja den hinteren Teil gar nicht erzeugen. Daher da die minus 1. Jetzt brauchen wir wieder unseren Bruch. Ja, und im Nenner kommt dann einfach nur das x Quadrat hin. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video etwas gebracht hat, sprich, dass du natürlich etwas lernen konntest. Und ich hoffe, dass du beim zweiten Video auch mit dabei sein wirst. Da werden wir diese Funktion nämlich nochmals ableiten. Wenn du selber noch Videowünsche hast, dann bitte schreib mir doch einfach einen Kommentar. Und wenn du die Idee gut findest, dass ich tatsächlich abiturrelevante Aufgaben bespreche und du selber eine Aufgabe hast, zu der ich eine solche Playlist erstellen soll, dann komm doch einfach auf Instagram vorbei und schreib mir dort eine Direct Message, zum Beispiel mit einem Foto deiner Aufgabe. Ja, und das war's jetzt wirklich von mir für heute. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg beim Lernen. Und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.